Erst besuchte man normal die Schule, dann sollten die Kinder in die Kinderlandverschickung. Und meine Mutter und mein Vater waren dagegen, dass wir weggingen, weil wir ja auch nun an sich in Wilhelmshöhe in dieser guten Waldlage waren. Daraufhin sind wir nicht gegangen. Meine Mutter hat eine Privatschule eröffnet, nur von unserem Wohnviertel da im Rosental. Einer Klasse, wir waren nur zur zweiten, andere Klasse hatte dann 8 oder 6 und wechselweise in den Wohnungen wurde da abgehalten. Wir hatten unter anderem eine Quäkerin und einen Halbjuden und noch einen alten Herrn, die den Unterricht gab. Wir hielten das Ganze auch ganz geheim, aber wir flogen doch auf und eines Tages erschien der Bandführer bei meiner Mutter und erklärte, also wenn sie nicht diese Schule sofort schließen würde, kämen sie ins KZ. Also schlossen wir die Schule. Und nach einiger Zeit kriegten wir dann die Aufforderung, zum Bandführer auf den Band zu kommen. Mussten natürlich antreten in gerader Linie. Und dann wurde uns gesagt, also, dass wir Mädchen keinerlei Aussichten hätten, deutsche Mütter zu werden. Nun habe ich es doch mit 3 Söhnen geschafft inzwischen. Also es war auch wirklich unwahrscheinlich, welche Methode er eigentlich anwenden wollte, um das bei mir und den anderen Mädchen zu verhindern.